Hannes, jetzt steh endlich auf. Du kommst zu spät zum Dienst. Das habe ich gar nachts volllaufen lassen und dann nicht aufstehen. Gehst du heute zum Arbeitsamt? Ja. Erzähl ihm bloß nicht wieder, dass du unbedingt Arzthelferin werden willst, sonst vermitteln die dich nie. Ich will aber Arzthelferin werden, Mama. Ach, du liebe Güte. Ich möchte auch so manches. Kellnerinnen werden gesucht, habe ich gestern in der Zeitung gelesen. Ich jobb doch nicht in der Kneipe. Ich will eine Lehrstelle haben. Seit einem halben Jahr willst du eine Lehrstelle. Und? Hast du eine? Diese ewige Rumsitzerei geht mir auf die Nerven. Du kannst ja auch mal was dazu verdienen. Sine! Wieso weckst du mich nicht? Ich habe dich geweckt. Wieso habe ich nichts davon gemerkt? Kannst du mich nicht richtig wecken, laut und energisch? Um mich dann von dir anbrüllen zu lassen? Verdammt, lass mich schlafen, ne? Du weißt schon am Abend vorher in der Kneipe, dass du nicht aufwachst, wenn du säufst. Wenn ich saufe. Wenn ich saufe. Jetzt zu drei Bier und drei Kleinere gesoffen. Ja. Nee. Und das einmal in der Woche. Wirfst du mir das vor? Ich werfe dir überhaupt nichts vor. Du wärst mir vor, wenn du nicht aufwachst. Was suchst du da eigentlich? Meine Kopfschmerzen. Wärst du bitte so gnädig, mir mein Frühstück zu machen? Würdest du bitte die Waschmaschine ausstellen? Mir brummt der Schädel. Es ist deine schmutzige Wäsche. Was soll das heißen, deine schmutzige Wäsche? Du, ich arbeite bei der Müllverwertung und nicht im Büro. Danke, Kaffee ist ja Brühhaus. Wenn er lauwarm ist, passt es dir auch nicht. Na und? Er muss eben richtig zum Trinken sein. Nicht zu kalt und nicht zu heiß, verstehst du? Wann geht das endlich in deinen Kopf? Vielleicht duschst du endlich mal kalt, damit du zu dir kommst. Kann ich mehr duschen, muss zur Arbeit. Hättest du mich nur rechtzeitig geweckt. Mir ist alles nicht passiert. Ich habe dich geweckt. Ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Herrgott, das stinkt mir, weißt du? Lass nicht abends mal ein Bier weniger trinken und ein Körnchen weniger und noch ein Körnchen weniger? Dann haben wir die ganze Diskussion einmal nicht. In der Woche. Einmal in der Woche. Ja, einmal ist zu viel, wenn es so einen Streit und Stress gibt mit dir hier. Und Saskia, warum muffelt die wieder? Steht auf, ohne was zu sagen? Warum guckst du jetzt auf Saskia? Kümmer dich mal um mich. Saskia? Was hast du nun davon? Was habe ich wovon? Saskia ist wieder weg. Und? Wieso habe ich das davon? Wer stinkt denn wir? Ich oder du? Na, hör mal. Himmel, Herrgott, noch mal. Das muss doch nun für jeden nichts Neues sein, dass ich nach meinem Kegelabend ein bisschen von der Rolle bin. Muss man doch nicht mal gleich ein Drama draus machen. Ich will dir mal was sagen. Eines Tages bin ich auch weg. Aber dann für immer. Soll nur eine Drohung sein, was? Ja. Gesine, wenn du das machst, ich spring aus dem Kellerfenster. Torfkopf. Die richtige Mimosa hast du da hochgezogen. Bei jedem Streit einfach wegzurennen. Was bildet die sich eigentlich ein? Soll ich sie holen oder machst du das? Ach, na, du musst doch zum Dienst, oder? Bist ein Schatz. Text heißt es, ich kann keine Kinder zeugen. Richtig? Nur mal langsam, Christoph. Bei dir liegt eine Störung vor, die eventuell mit einer Behandlung behoben werden kann. Oder sich von selbst erledigt, wenn sie auf Überanstrengung und Stress, also mehr auf psychische Ursachen, zurückzuführen ist. Also ist die Sache nicht ganz hoffnungslos? Aber nein. Tritt einfach etwas kürzer. Schon dich. Arbeite nicht so viel. Und halt dir vor allem Ärger vom Hals. Naja, und wenn es überhaupt nicht klappt, dann komm in einem halben Jahr mal wieder vorbei. Hm? Oder habt ihr es eilig mit dem Nachwuchs?
Meine Mutter schon. Wir sind eigentlich nicht in Panik. Ungeduldig wie eh und je. Am liebsten möchte sie auch noch Enkelkinder selbst zur Welt bringen. Also, bestell ihr bitte schöne Grüße. Mach ich. Tschüss, Wolfgang. Tschüss, Christoph. Opa, Saskia? Ja. Na, komm her, ich nehme mich mit. Oh ja, toll. Guten Tag, Herr Hagenbeck. Tag. Da wird sich dein Opa aber freuen. Ja und nein. Ach so. Es gab wohl wieder mal Ärger zu Hause, was? Naja. Ich glaube, die werden sich nie ändern. Aber was soll's. Felix, ich habe Ihnen was mitgebracht. Hallo. Hallo. Schönen Tag zusammen. Vielen Dank, Herr Doktor. Danke. Ah ja, heute ist ja Dienstag. Ja. Woran lag's denn diesmal? Oh, auf das Übliche. Ja, ja. Hat von mir zu wenig Prügel gekriegt, als er noch klein war. Opa, das sagst du immer. Aber das hätte doch auch nichts geändert. Na komm, machen wir es uns gemütlich. Ja. Wenn es nicht so verrückt wäre, würde ich mich ja freuen, dass bei euch ab und zu die Fetzen fliegen. Kommst du wenigstens öfter zu deinem alten Großvater. Oh, aber du weißt doch, ich komme auch, wenn die keinen Kopf haben. Na ja, hast ja recht. Ich will mich auch nicht beklagen. Wo kommt denn der Hund her? Das ist Jack. Den hat der Tobi irgendwo aufgelesen. Ist ausgesetzt worden. Der ist hier süß. Ja, süß. Der schleppt alles weg, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber man kann ihm nicht böse sein. Was macht denn deine Lehrstelle? Oh. Horrormäßig. Hab Geduld, mein Kind. Komm, wir spielen Scrabble. Oh ja. Hast du schlechte Nachrichten? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass ich vielleicht eine gewisse Verständnislosigkeit ausgelöst habe. Bei wem denn? Beim Hausbesitzer deiner Mutter, diesmal. Ich habe ihm geschrieben, dass nach dem geltenden Mietrecht eine Mieterhöhung gar nicht zulässig ist. Nun schreibt er mir, dass er gar keine Mieterhöhung gefordert hat. Da hat doch meine Mutter. Ja, natürlich. Das ist ihre alte Schreibmaschine. Das ist eine Fälschung. Fälschung? Warum macht sie sowas? Kannst du mir das erklären? Tja. Sie will offensichtlich Aufmerksamkeit erregen. Man soll sich um sie kümmern. Mehr an ihrem Leben Anteil nehmen. Aber das tun wir doch, Christoph. Also ich rede mit ihr. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das solltest du nicht tun, Silvia. Doch. Ich rufe sie an. Ich sage ihr, was sie dir da eingebrockt hat. Ich weiß nicht. Also, deine Mutter hat Probleme. Wir müssen da auch ganz sensibel sein. Hast du mal einen Augenblick Zeit für mich? Ja, natürlich. Ich war beim Arzt. Komm, lass uns einen kleinen Spaziergang machen. Guten Tag, Ingrid. Guten Tag, Franz.
Das hätte Picasso auch nicht besser gemacht. Du hast wirklich eine nette Art, einen auf den Arm zu nehmen, Onkel Franz. Willst du nicht mal den schönsten Junggesellen Hamburgs zeichnen? Na, ich gebe zu, Flamingos sind graziöser. Also dann lass dich wieder mal küssen. Von der Muse. Ja, und etwas mehr nach rechts. Okay. Und freundlich lächeln. Ja. Hm? Ich weiß nicht. Der Affe ist so weit weg. Vielleicht sollte man doch vielleicht einen Wärter bitten, den Affen mal rauszunehmen. Oh, das machen die sicher nicht. Die meckern höchstens. Aber ich habe ja auch Fotos von Bibo zu Hause, wie er bei mir auf dem Schoß sitzt und bei meinem Mann auf der Schulter. Na gut, dann fahren wir zu Ihnen. Ja. Ich will nur noch kurz rüber zu den Löwenbabys ein paar Aufnahmen machen. Warten Sie hier? Ja gut, ich leiste Bibo da noch ein bisschen Gesellschaft. Na, mein Bibo? Na, erzähl mal. Ist sie denn auch lieb zu dir, deine Frau? Oh? Nashörner, meine Lieblinge. Den Vater von dem da habe ich vor 27 Jahren gefangen. Zusammen mit meinem Schwager. Es war ein hartes Stück Arbeit. Die Kerle strotzen ja vor Kraft. Auf unserer großen Indien-Expedition war das. Das stelle ich mir aber aufregend vor. Na, ist auch aufregend. Man muss ja auch ständig auf der Hut vor dem Tiger sein. Tiger waren da? Na, was dachten Sie denn? Eines Abends war der Wächter eingeschlafen und ein riesiger Königstiger steckt seinen Kopf durch die Tür. Na, ihr zwei? Na komm schon, Saskia. Ist doch immer wieder dasselbe. Mhm, sicher. Ich komm nach Hause, du backst einen Pflaumkuchen und alles ist wieder in Ordnung, hm? Nee. Sag mal, hat Papa nur mit dir Krach gehabt oder mit mir? Mit dir, okay. Aber ich habe keine Lust mehr auf diesen Krach. Es ist unter jedem Niveau. Ach so. Aber du hast dieses Niveau. Ich strebe es jedenfalls an. Also, Schwiegervater, jetzt bist du dran. Jetzt sag ihr mal, dass es so nicht geht. Sie kann doch nicht bei jedem kleinen Ehekrach einfach abhauen und hier bei dir unterkriechen. Hannes meint es doch nicht so. Ist nun mal ein alter Ballerkopf. Dann mache ich doch gleich einen Armleuchter aus dem Leuchter. Das trifft nämlich ins Schwarze. Die Arbeit schreiben wahrscheinlich über die Zahl. Ja, das ist er nämlich. Ein Armleuchter. Würdest du jetzt gütigerweise Saskia sagen, dass sie mit nach Hause kommt? Was hat Saskia denn? Da gibt's wohl wieder mal Krach zu Hause, Bernie. Die Spitze, was? Sag du doch die mal. Machst du aber nicht an wie die anderen, oder? Saskia, nee, nee, nee. Jetzt stell dich doch nicht so an. Glaub dir kein Wort. Ja, ehrlich, schon weil Felix ein prima Typ ist. Du bist doch verknallt in die. Ach Quatsch, du hast so eine Meise. Hast dir aber eben den Schmachthani angeguckt. Hast geglaubt, ich sehe das nicht, wa? Das ist verrückt. Fängst du gleich eine? Lass mal lieber anfangen. Also zum letzten Mal, kommst du jetzt mit? Nein, Mama. Na gut, dann gehe ich jetzt. Ich muss dich wohl nicht auf Knien um Verzeihung bitten, weil dein Vater mich schlecht behandelt. Mich manchmal schlecht behandelt. Warte mal, was du für einen kriegst. Du wirst dich auch noch umgucken. Na, ich muss erst mal ein Schläfchen machen. Spielst du mit Tobi weiter? Ja, klar. Hey, Tobi! Tobi, komm doch mal her! Das ist ganz schön schwer, das Ganze. Ja, hast du es denn jetzt verstanden, oder? Na ja, es geht nur. Ja, das machen wir nachher noch mal. Was ist denn? Ich muss ein Schläfchen machen. Spielst du mit Saskia weiter? Nee, Felix. Bernd und ich müssen gleich zum Segeln an die Alster. Muss aber nicht sein. Na klar muss das sein. Idiotblöde. Na ja, vielleicht segelt Saskia ja mit.
Kannst du denn überhaupt segeln? Nein. Na siehste. Was heißt denn, na siehste? Dann guckt sie eben zu, wie wir das machen. Wie du das machst. Und was sagen denn die anderen dazu, wenn wir plötzlich mit einer Tante angeschnallt kommen? Entschuldigung, ist aber so. Das ist eine reine Jungveranstaltung. Tobi, wenn überhaupt, dann segle ich sowieso nur mit Erwachsenen. Und außerdem habe ich überhaupt keine Lust. Na, dann ist ja gut. Dann herrscht ja Klarheit. Ernst, kommst du mal? Deine Mutter ist am Telefon. Du segelst wohl nur mit Erwachsenen, weil du selber so erwachsen bist, was? Richtig. Stört es dich? Nein, keineswegs. Ist mir doch egal, was du machst. Ja, dann ist ja gut. Allerdings, wenn du mich nett bitten würdest, dann würde ich vielleicht schwach werden. Das ist ja toll. Ja, ich habe eben ein Herz für Kinder. Ja, du kicherst wie ein Huhn. Aber ist okay, ich habe was viel Besseres vor, als hier blöd bei dir rumzustehen. Alte Zicke, das kann man noch gar nicht ernst nehmen. So eine blöde Gans. Ein Herz für Kinder, dass ich nicht lache. Fridolin, du brauchst gar nicht so zu tun, das ist doch wahr. Bildet die sich ein? Bin nicht bloß vor den Mädchen in Acht, Fridolin. Das sind alles ungebildete Tanten. Kannst du mir sagen, was an denen dran ist, Fridolin? Die haben nur dumme Sprüche im Kopf. Ja, seid ihr denn verrückt? Fridolin, hau ab, du Ungeheuer! Tobi, warum passt du denn nicht besser auf? Siehst du, Fridolin, jetzt weißt du, was ich gemeint habe. Komm, geh weg, geh weg. Gilbert? Ja? Hast du das gelesen? Ja, mhm. Kannst du es mir erklären? Sicher. Silvia, ja, wollte mit Tobi auch zu den Tennismeisterschaften. Sind wir eben zu dritt gegangen. Hol mir doch mal die graue Seide. Und wie kommen die zu der Formulierung? Unter der Prominenz Modeschöpfer Gilbert Mack, wie so oft mit seiner Ex-Frau? Das weiß ich doch nicht. Frag doch den Journalisten. Das heißt, du bist viel öfter mit ihr zusammen, als ich es weiß. Ich bitte dich, Marlene, in so einer Klatschkolumne, da stehen Dinge drin, die... Das kann man doch nicht auf die Goldwaage legen. Außerdem habe ich keine Zeit, mit dir zu streiten, weil ich die Kollektion zusammenstellen muss. Anna. Ja, komm, lass uns die ganze Angelegenheit auf heute Abend vertagen, wenn es unbedingt sein muss. Trink doch auch eine Tasse Kaffee. Vielleicht kommen sie ganz alleine darauf, dass man inmitten von 8000 Zuschauern wirklich nur schwer intimen Kontakt zu seiner Ex-Frau herstellen kann. Ich will aber jetzt mit dir streiten. Nein, nicht jetzt. Heute Abend, ne? Haben doch beide was davon. Komm. Hm. Wenn du glaubst, dass ich anschließend mit dir, dass mich deine Treue schwere weich mache und ich in deine Arme sinke. Ja, das werden wir ja sehen, ne? Ich freue mich richtig darauf. Nun komm, jetzt lass mich arbeiten, ich werde ja nie fertig. Bitte, Marlene. Crossing the street, I suddenly saw Mary. Als ich die Straße überquerte, sah ich plötzlich Mary. Oh, Bob, Mary said, are you going to school? Oh, Bob, sagte Mary, ach, rutsch mir doch den Buckel runter. Scheiß Englisch. Naja, ich hätte ja mit dir segeln können. Nee, die hätte mich ausgelacht. Ach, Tobi, reiß dich zusammen. Yes, Bob said, I have to hurry because it's late. Tobi? Tobi? Hast du mal einen Moment Zeit? Ich möchte gern mal dein fachmännisches Urteil hören, Mac. Wie findest du das? Ja, ganz gut. Ganz gut? Hey, du hast ja gar nicht richtig hingeguckt. Ja, tut mir leid, ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Ach so. Mhm. Verstehe. Tja. Also Martha, das war ein ganz besonders reizender Moment. Ja, ihr freut euch, dass ich verloren habe. Ja, klar. Es wurde auch mal Zeit, dass du verlierst. Ja, das muss ich aber auch sagen. Ja, wir sehen uns nächste Woche bei... Nächste Woche bei mir? Bei dir, gut. Danke. Wiedersehen. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Martha. Kommt gut nach Hause, ja? Danke. Ah, Christoph, du kannst mich trösten. Besteht denn Anlass? Ja, ich habe verloren. Aber doch wohl nur beim Bridge.
Na, was heißt hier nur? Ausgerechnet beim Bridge. Ich gewinne sonst immer. Du hättest mal sehen sollen, wie diese drei albernen Gänse sich amüsiert haben. Und wenn sie verlieren, amüsierst du dich dann nicht? Oh, das ist etwas anderes. Ich bin es gewöhnt zu gewinnen, und zwar immer. Mein lieber Sohn, hüte dich vor Menschen, die verlieren können. Anständige Menschen wollen immer gewinnen. Das ist der Sinn jedes Spiels. Ja, jeder will gewinnen. Aber wirklich anständige Menschen müssen auch verlieren können, Mutter. So. Nur weil du beim Bridge verloren hast? Nein, nicht nur deshalb. Sondern weil du beim Arzt warst und mir nichts davon gesagt hast. Ja, das liegt an mir. Ich an Silvia. Bist du ganz sicher? Ja, Mama. Im Augenblick ist es so. Aber es kann jederzeit wieder weggehen, hat Dr. Pechtold gesagt. Wenn Stress und Überarbeitung die Ursache sind. Außerdem kann man es behandeln. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen. Das ist also doch ernster, als ich dachte. Komm, setzen wir uns mal, ja? Christoph, ich mache mir Sorgen wegen Vaters Testament. Du weißt, dass er für ein Kind von dir Anteile gesichert hat, damit der Tierpark immer in Familienbesitz bleibt. Was geschieht damit, wenn ihr keine Kinder bekommt? Mama, es ist doch nur eine vorübergehende Störung. Und wenn nicht? Ist da immer noch Tobi? Ach, das ist kein Hagenbeck. Es gibt einen Hagenbeck, Bernd. Aber wenn ihr keine Kinder bekommt, dann könnte jemand auf die Idee kommen, die für dein Kind bestimmten Anteile am Tierpark für Bernd einzufordern. Das würde Thomas doch nie tun. Ja, von alleine nicht. Aber wenn Straten ihn bearbeitet, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen. Straten will Einfluss auf den Tierpark haben. Warum hat er dir sonst einen Kredit von 5 Millionen angeboten? Denk an die Aufteilung der Anteile. Naja, aber Thomas hat, selbst wenn Bernd die Anteile zugesprochen werden, nicht die Mehrheit. Das ist immer noch Miriam. Eben, Miriam. Sie ist immer in Geldnot. Sie hat ja auch schon verlangt, dass ihre Anteile zu Geld gemacht werden. Glaub mir, wenn Straten eine Chance sieht, über Thomas in den Besitz der Mehrheit zu gelangen, dann wird er es machen. Und dann hat er hier das Sagen. Und dann wird er aus dem Tierpark einen amerikanischen Vergnügungspark machen. Straten will nur Geld verdienen. Profite machen. Mama, was soll ich tun? Ich kann keinen Sohn herbeizaubern. Oh, Christoph. Ihr müsst. Ihr müsst euch eben nur ordentlich anstrengen, du und Sylvia. Worauf du dich verlassen kannst. Du bist ein Kindskopf. Ich glaube, die Mami ist schon da. Susanne. Was ist denn los? Es ist doch erst 10:30. Na und? Hat er jetzt ein Auto? Nein, wieso? Na, vorige Woche hat er doch noch ein Motorrad. Nein, hat er nie. Was denn? Ist das etwa ein anderer? Ja. Versicherungskaufmann. Na, was hast du denn gegen Versicherungskaufleute? Hast du dem anderen einen Laufpass gegeben? Nein. Mir! Was denn? Er dir? Okay.
Kindchen. Wer dir den Laufpass gibt, der muss bescheuert sein. An dem hast du nichts verloren. Versicherungskaufmann, das ist doch was. Und ein Auto ist besser als ein Motorrad. Ich liebe ihn nicht. Den Versicherungskaufmann. Der hat mich mit zu seinen Eltern genommen. Sein bescheuerter Vater hat mich gefragt, ist ihr Kleid denn in der Reinigung, dass sie Jeans tragen? Und Rolf, der Blödmann, hat auch noch gesagt, wenn du kein Kleid hast, dann schenke ich dir eins. Aber sowas bekloppt er schon mal gehört. Also komm, reg dich mal nicht so auf. Ach komm, wir reden jetzt in aller Ruhe drüber. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Setz dich mal hier hin. Ach, Kindchen, so einfach ist das eben nicht mit den Männern. So, jetzt trink erst mal was. Der andere war dir wohl lieber, was? Hatte dir Krach? Er ist einfach weg nach Italien mit seiner Freundin. Er bedient jetzt in der Pizzeria. Ach, der war wohl Italiener? Ja. Dieser Mistkerl. Oh, kein Ausländerhass. Es gibt mehr Ausländer als Deutsche. Ihr komischer Humor hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich bin schwanger. Oh nein, das bist du nicht. Susanne, tu mir das nicht an. Mit zwei unehelichen Kindern kriegst du doch nie einen Mann. Ich will auch keinen mehr. Keinen. Steht denn das fest, dass du schwanger bist? Sie sind der erste Mensch, dem ich das sage. Komm, nur heul nicht rum. Wir werden das Kind schon schaukeln. Oh Gott, die Kinder, meine ich, sozusagen. Ach, Frau Hack, Sie sind so lieb zu mir, wenn sie nicht werde. Okay. Marlene, ich bitte dich, hör auf. Und warum gibst du nicht einfach zu, dass du sie noch liebst? Wieso? Ich liebe sie doch noch. Was? Ja, ich liebe sie noch. Ja, aber ich betrüge dich nicht mit ihr. Also, ich bin dir treu. Zufrieden? Du würdest aber, wenn sie wollte. Ja. Das gibst du einfach so zu? Hm. Oh. Hey, Marlene. Ah. Oh, Marlene, ich bitte. Sherry. Mon amour. Sherry, du komm doch wieder raus. Mr. Rocky! Ja, natürlich. Du bist aufgeregt. Komm wieder raus. Sherry, mach doch auf. Ich hasse dich. Ich weiß überhaupt nicht, was du von mir willst. Soll ich denn nun lügen oder soll ich die Wahrheit sagen? In diesem Fall wäre mir eine Lüge lieber. Was? Aber das ist doch gar kein Problem, Liebling. Für dich erfinde ich doch jede Lüge. Ich liebe dich nicht. Was? Ja, du, ich liebe dich nicht. Ich verlasse dich. Oh, Sherry. Ah. Oh nein. Marlene, ich bitte dich. Also nicht das Blaue, bitte, ja. Nimm das Pinkfarbene, steht ja doch viel besser. Du bist mir nur treu, weil Silvia so standhaft ist. Ich muss dich verlassen. Wieso? Liebst du einen anderen? So eine dumme Frage. No! Entschuldige, dann verstehe ich dich nicht. Du liebst mich, ich bin dir treu. Bist du nicht. Du verzehrst dich nach Silvia. Aber was? Silvia und ich, ja, wir haben nur eine einzige große gemeinsame Liebe und das ist Tobi. Ich habe nichts gegen deine Liebe zu Tobi. Na, das freut mich. Du, darf ich dir einen Vorschlag zu machen? Was hältst du davon? Wir nehmen Tobi mit nach Mallorca. Wieso Tobi? Ja, die Motoraufnahmen, die dauern doch nur 2-3 Tage. Und danach machen wir 14 Tage Urlaub. Du, ich und Tobi. Hm? Und warum machst du dann nicht gleich mit Tobi und Silvia Urlaub? Weil ich lieber mit dir Urlaub mache. Soll das alles sein? Du würdest bei mir bleiben, selbst wenn Silvia dich zurückhaben wollte? Natürlich. Okay.
ich verzeih dir. Aber unter einer Bedingung. Die wäre? Ich mache für dich die Modeaufnahmen in Mallorca. Ja gut, unter einer Bedingung. Und die wäre? Ach, du Schuss. Jawohl. Meine Herrschaften, ich bitte Sie. Sie dürfen doch nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Wir können Ihnen wirklich nicht helfen. Also nehmen Sie Ihre Tiere und gehen Sie wieder nach Hause. Bitte, meine Herrschaften. Also, wenn ich bitten darf, das Gelände zu verlassen. Sie vor allen Dingen mit Ihrer Ziege, ja? Es tut mir leid, wir können wirklich nichts für Sie tun. Verlassen Sie bitte den Tierpark, ja? Auf Wiedersehen. Ich verstehe das auch nicht. Was sind denn das für Leute? Haben Sie das hier schon gelesen? Verzagen Sie nicht, wenn Sie mit Ihrem Haustier nicht fertig werden. Die zu Herzen gehende Geschichte von Frau Stüber aus Altona beweist, es gibt immer eine Lösung, den Tierpark Hagenbeck. Ibos neues Zuhause, ist ja allerhand. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, ich habe den Leuten schon gesagt, sie sollen mit ihrem Viecher nach Hause gehen, aber sie glauben, was in der Zeitung steht. Ah. Da kommt noch einer. Den Reporter rufe ich sofort an. Sind Sie Herr Hagenbeck? Ja. Ich bringe Ihnen meinen Vogel Löffli. Ja, der ist ja sehr hübsch, aber was soll ich denn mit Löffli anfangen? Ich bitte Sie, Sie haben doch in der Zeitung geschrieben, dass Sie Exoten aufnehmen. Und ich komme extra mit meiner Ziege hier aus Quickborn. Ja, das tut mir ja sehr leid, dass Sie umsonst hergekommen sind, aber... Ja, aber das stand doch groß in der Zeitung, dass Sie Tiere aufnehmen. Ja, es stand in der Zeitung. Aber ich habe niemandem von der Zeitung gesagt, dass er das schreiben soll. Dann ist wohl auch die ganze Geschichte mit den Äffchen Enzi und Bibu erstunken und erlogen. Nein, es war ein glücklicher Zufall. Eine Laune der Natur. Bitte, meine Herrschaften, gehen Sie wieder nach Hause. Wir sind ein Tierpark, kein Tierasyl. Es tut mir furchtbar leid. Das ist ja wohl eine Frechheit. Was soll ich denn jetzt mit meinem Tier machen? Wieso wird sowas geschrieben, wenn es nicht stimmt? Ja, das ist doch blöd. Die schreiben das erst in der Zeitung. Wir kommen extra her. Frau Schindler? Ja, hier Hagenbeck. Haben Sie den Artikel über Bibo und Enzi geschrieben? Dann kommen Sie bitte sofort hierher mit einem kleinen Lastwagen und holen die Tierfreunde und Tiere ab, die aufgrund Ihres Artikels hier erschienen sind. Ja, 5 oder 6. Inzwischen ein volles Dutzend. Ich sehe gerade, jetzt schleppen die schon Rindviecher und Esel hier an. Von mir aus können Sie die Tiere auch in Ihre Redaktion unterbringen. Nein, 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 nein. Frau Schindler, Ihre Zeitung bringt morgen einen Widerruf. Sonst sperre ich sämtliche Anzeigen. Ende. Herr Dr. Hagenbeck, da ist ein Reporter vom Kurier. Er will wissen, ob es stimmt, dass Heimatlose... Nein, das stimmt nicht. ...bei uns. Susanne! Was ist denn los? Ist dir schlecht? Nein. Schon gut. Was war denn? Mir war irgendwie schwindelig. Sie wird doch nicht schon wieder schwanger sein. Bekanntschaften hat sie ja genug. Ja, hoffentlich weiß sie dann auch, von wem das Kind ist. Troppi. Naja, wieso? 3 verschiedene Typen haben die in letzter Zeit abgeholt. Mir ist manchmal auch nicht wohl und trotzdem kriege ich kein Kind. Ja, möchtest du aber, oder? Ja, schon. Naja, und wann ist es dann soweit? Was hatte Gilbert denn so eiliges am Telefon mit dir zu besprechen? Er will Toppi mit nach Mallorca nehmen. Ach. Für seine Modeaufnahmen für 2 Wochen. Oh ja, klasse. Ja, du, aber in den großen Ferien wollten wir 3 doch nach Finnland. Ja, stimmt schon, aber geht nicht erst Finnland und dann Mallorca? Nee, kommt gar nicht in Frage. Ganz schön clever, dein Sohn, wenn sie von 2 Familien verwöhnen lassen.
Ja, ist doch auch richtig so. Nun zankt euch mal schön um mich. Gar nicht übel, so beliebt zu sein. Sag mal, ist es bei euch eigentlich auch so wie bei Alice und Benno, den Nashörnern? Also, Toppi, wir sind doch keine Nashörner. Wieso? Alice und Benno kriegen auch keinen Nachwuchs. Ja, das ist wohl ein Unterschied, ne? Und welcher? Toppi. Im Zoo haben manche Tiere keinen oder nur einen sehr schwachen Paarungstrieb. Na, wir sind ja aber nicht im Zoo. Na, endlich. Ja, ja, es ging nicht mehr. Also kein Wort von der Mieterhöhung? Nein, nein. Wenn sie ein bisschen traurig ist, dann muntern wir sie auf. Ich werde sie unentwegt lieb anlächeln, da sie außer uns keinen einzigen Menschen hat. So ist es. Du, ich glaube, die feiern im Hof. Oh Gott. Meine einsame, von allen Menschen verlassen. Und zwar, und sie kennt mich hier alle. Na und? Hoch sei sie leben, dein Guck mal, wer da ist. Die Silvia. Ja. Herrgott, ist das ein Deren geworden. Herzlich willkommen. Dankeschön. Das ist ja eine Bombenstimmung hier. Kennst du noch das Loch da im Pflaster, als wir haben die Murmel da reinlaufen lassen? Und na und? Es gewonnen. Lass doch die Silvia erstmal der Mutter gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und alles Gute zum neuen Lebensjahr. Hm? Was ist denn da drin? Eine Überraschung. Nun setzt euch endlich und lang zu. Jawohl, so jung kommen wir nicht wieder zusammen. Elsa, alles Gute. Danke, Christa. Bleib so. Oma, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du da bist, Tommy. Elsa, Hugo, ein Lied für Elsa. Sie darf sich eins wünschen. Tanzen möchte ich, jauchzen möchte ich. Oh. Tanzen wir doch, Elsa. Komm, Mala, und jetzt auf die Cora. Mensch, hör Kompliment, auf, Cora. Bist du denn total verrückt das macht geworden? Mala nur bei Menschen, die sie mag. Da bin ich aber beruhigt. Wirklich, total beruhigt. Ach, furchtbar. Klitschnass bin ich. Ach. Wasser, Hose, Tiefel. Guten Morgen, Ingrid. Morgen. Hat Thomas dich erreicht? Ja, ja, wir treffen uns nachher. Ist doch ganz günstig, wenn man einen Banker in der Familie hat. Na ja, mal sehen, was Thomas und dein Vater ausgeknobelt haben. Sicher nur das Beste. Ein paar Attraktionen mehr würden dem Tierpark ganz gut tun. Es fragt sich nur, was man unter Attraktionen versteht, Ingrid. Das ist sicher einer der schönsten Tierparks der Welt. Ich möchte, dass das so bleibt. Entschuldige, ich muss los. Tschüss. Ritschel? Ja, bitte. Ich muss zur Bank. Ich habe vorhin mit Mehlhorn und Co. telefoniert. Ja? Die liefern heute das Pressfutter für die Axishirsche. Mhm. Kontrollieren Sie doch bitte, ob diesmal das Mischungsverhältnis stimmt. Mach ich, Herr Hagenbeck. Hallo, Franz. Hallo, mein Lieber. Wie geht's?
Und selbst? Alles in Ordnung, ja. Fein, ja. Fein. Sehr schön, sehr schön. Das ist er. Er hat viel von mir gelernt. Ist gut? Ja, danke. Hallo, Gilbert. Na, Christoph? Wir haben eben über die Urlaubspläne gesprochen. Haben Saskias Eltern schon wieder Krach? Nein, ich glaube nicht. Saskia hat nur was besorgt für Felix. Wer ist denn die Kleine da? Das ist die Enkelin von unserem Gärtner. Hey, du kriegst Ärger mit Marlene. Sag mal, geht sie noch zur Schule? Nein, nein. Soviel ich weiß, sucht sie eine Lehrstelle. Ach. Ja, was habt ihr denn nun beschlossen? Ach so, ja, naja, also wenn sich Tobi nicht entscheiden kann, dann fährt er in diesem Jahr mit Marlene und mir in Urlaub und dann im nächsten Jahr mit euch. Also wenn das Schlitzohr zu entscheiden hätte, dann würde er erst mit euch nach Mallorca und dann mit uns nach Finnland fahren. Ist ganz dein Sohn, Gilbert. Tja. Christoph, wir sind schon ziemlich spät. Hier deine Tasche. Dankeschön. Tschüss. Viel Glück, Christoph. Tschüss, danke. Ja, das können wir gebrauchen. Komm. Grüß Marlene. Komm. Ja, mach ich. Sag mal, Silvia, kannst du mich mit ihr bekannt machen? Geh doch einfach zu ihr hin und sag ihr, was du willst. Du hast recht. Ja, tschüss. Tschüss. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Silvia Max. Ich bin die Enkelin von Felix Junkers. Ich bin der Vater von Tobi. Ah. Ich habe gehört, du suchst eine Lehrstelle? Ja, wieso? Ja, ich hätte die Möglichkeit, dich auszubilden. Mich auszubilden? Als was denn? Als Mannequin. Ich bin Modeschöpfer. Als Mannequin? Ist das Ihr Ernst? Ja, was glaubst du denn? Na? Komm, geh doch mal ein paar Schritte. Da rüber, zur Treppe. Na? Geh mal hoch. Dreh dich mal. Langsamer, ja, so wie die Mannequins. Sehr gut. Jetzt komm mal runter. So, und zieh die Jacke aus, lass sie langsam runtergleiten, ja. Sehr gut. Das Talent? Ehrlich? Hm? Komm, geh doch noch mal da hoch. Ich würde nicht schaden. Ja? Hast du irgendwas läuft, dass wir erstmal Eltern sprechen? Ja, klar, was denn mal? Aha, kann man auch noch machen. Na gut, lass von mir hören, ja. Okay, super. Gut. Tschüss. Alles klar? Nein. Machst du jetzt sogar schon Kinder an, oder was? Was? Ich fahre nicht mit nach Mallorca. Was ist denn los? So, mein lieber Christoph, das neue Firmenkonzept steht also. Ihre Ideen nehmen Gestalt an. Ja, ich habe hier meine Wünsche mal skizziert. Aber bevor ich das detaillierter ausführe, da würde ich ganz gerne wissen, ob sich unsere Vorstellungen von einem modernen Konzept des Tierparks überhaupt decken. Vielleicht habe ich meine Pläne ja für einen Papierkorb entworfen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie dem Tierpark 5 Millionen Kredit geben? Richtig. Wobei Sie wissen, dass der Tierpark keine ausreichenden Sicherheiten bieten kann. Die Sicherheit, Frau Hagenbeck, ist Ihr Sohn, dem ich vertraue. Mama, mein Schwiegervater hat Christoph nun den Auftrag gegeben, ein modernes Firmenkonzept zu entwickeln. Und wenn es seinen Vorstellungen entspricht, wird er den Kredit geben. So einfach ist es. Und wie sind Ihre Vorstellungen?
Gewinnorientiert, Frau Hagenbeck. Gewinnorientiert wie die Ihren doch sicher auch. Schließlich sind wir Geschäftsleute. Könnten Sie das genauer erklären? Ja, gern. Das Tierparkgelände ist doch riesig groß. Und viel Fläche ist nicht genutzt. Was spricht dagegen, den Besuchern, außer den Tieren, noch ein paar Extras anzubieten? Und sie kommerziell zu nutzen, nicht wahr? Sie stellen sich so eine Art Vergnügungspark vor, ist das richtig? Ja. Soll er das denn nicht sein? Ein Tierpark. Ein Park des Vergnügens. Damit wären eure Finanzprobleme auf alle Zeiten gelöst. Ja, und die Tiere sollen zu dieser schwachsinnigen Disco-Musik tanzen. Und abgerichtete Bären haben Papierhütchen auf und lassen sich mit den Besuchern fotografieren. Aber nicht so krass, Frau Hagenbeck, nicht so krass. Mit gutem Willen lässt sich alles miteinander verbinden. Und wichtig ist doch, was am Ende unter dem Strich herauskommt. Geld. Gewinn, Profit, nicht wahr? Ich bin Tierparkdirektor, Herr Straten. Zoologe. Kein Rummelplatzchef. Wissen Sie, für Geld zerstören wir die Natur, ruinieren die Erde, die uns ernährt. Und ganz am Ende, wenn die Erde nichts mehr hergibt, dann werden wir feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Nein, Herr Straten, unsere Vorstellungen decken sich nicht. Ich glaube, Sie machen da einen Fehler, Herr Hagenbeck. Wir wollen den Tierpark ja nicht einstampfen. Wir wollen ihn nur attraktiver machen. Sie sagten wir? Wir wollen? Wie darf ich das verstehen? Ja, liebe Frau Hagenbeck, wenn ich 5 Millionen ohne Sicherheiten gebe, wäre es doch töricht, darauf zu verzichten, meine Vorstellungen und meine Stimme in das Projekt mit einzubringen. Ihre Stimme? Sie wollen also im Tierpark Hagenbeck mitbestimmen? Du siehst das nicht ganz richtig, Mama. Ich bin zwar 70 Jahre alt, aber noch nicht senil, mein Junge. Und außerdem hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Sir Henry. Er hat sich also nicht geirrt. Gehen wir, Christoph. Ich hoffe, Herr Hagenbeck, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Lassen Sie sich die Sache noch einmal in Ruhe durch den Kopf gehen. Beginnt von ganz verschiedenen Voraussetzungen aus, Herr Straten. Damit entfällt jede weitere Gesprächsbasis. Tut mir leid. Herr Straten. Wagen weg. Thomas. Ja, Thomas. Tschüss. Das habe ich geahnt. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wo kriegen wir denn jetzt das Geld her? Wir schaffen das schon. Lass den Kopf nicht hängen. Wichtig ist es, dass wir Straten ausgebotet haben und der Tierpark das bleibt, was er ist. Soll ich dir mal was sagen, Mutter? Ja, was? Bist ein kluges Mädchen. Danke.